Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur, nachdem ich jetzt 1 bis 2 Stunden, keine Ahnung, habe nicht auf die Uhr geguckt, trainiert habe, nur um einfach mal ein bisschen noch weiter abzuleveln und ich ein paar Tränke gekauft habe, die schon wieder voll alle gegangen sind. Es waren mal mehr, ja, ich habe mal wieder nur 6 Tränke oder so. Ja, aber wir haben auf jeden Fall ein besseres Level und wo kann ich das nochmal sehen? Fähigkeiten? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir auch bessere Fähigkeiten jetzt. Unsere Sprengfallen sind besser. Und unser hier Schutzsphäre ist besser. Und ja, keine Ahnung. Und mein Schicksal ist im Moment auch Assassine. Wir sind jetzt Assassine. Wir sind nicht mehr Waldläufer im Moment, weil wir hier Rang 5 schon erreicht haben mit Assassine. Und das fand ich gar nicht mal so schlecht. Und ich dachte, ich wechsle einfach mal. Und genau, und wir sind halt jetzt schon auf dem Weg zu Level 35. Und das waren wir vorher nicht. Und ich hoffe, dass das irgendetwas bringt. Bevor ich aber hier reingehe, werde ich ganz viele tolle Tränke nehmen, die ich mir geholt habe. Alles, was geht, was uns helfen könnte. So, ich glaube, jetzt sind wir voll gut dabei. Yeah! Okay, komm her. Ich warne euch. Hört auf, die zu ärgern. Ich muss hin zu ihm. Ja. Ja. Wo ist der Seppel? Wo sind die? Da. Wir haben auch noch einen Freund hier. Den hatten wir das letzte Mal nicht. Der war noch da hinten und hat gekämpft. Unglaublich, aber wahr. Wo ist er? Meine Tränke sind auch schon wieder alle weg hier. Moment mal. Nee. Lass mal. Ist er denn? Mein Gott, nun hau doch nicht so drauf. Ja.
Hallo. So, ich habe keinen Bock mehr. So, den machen wir mal platt hier. Den haben wir gleich. Das gibt's ja wohl nicht. Den krieg ich hin. Jetzt. Das ist der Hammer. Tada! Und er lebt noch. Agathe lebt und der Typ da hinten lebt auch noch. Geil! Wirklich beeindruckend, Kleine. Ihr seid schon jetzt ein weitaus größerer Held, als ich es je war. Oder hätte sein können. Für unsere Truppen ist der Weg hier zu Ende. Wir waren nie besonders viele und hatten zu große Verluste. Kydan und ich werden das Tor für euch halten, solange wir können. Aber Bale ist nahezu verlassen. Geht hinein. Stellt euch, Gadflo. Bringt es zu Ende. Auf jeden Fall, das ist wohl ein Abschied. Ich bin gleich zurück. Guter Plan. Ich verspreche, dass ich nicht sterben werde, wenn ihr es nicht tut. Sorgt einfach dafür, dass Gadflo aufgehalten wird. Wenn euch das gelingt, prophezeie ich euch eine Zukunft, in der wir uns an einem gemütlichen Feuer einen genehmigen und uns Kriegsgeschichten erzählen. Vertraut mir, ich bin ein Schicksalsweber. Wie geil ist das? 6 Minuten. Und bam, hatte ich ihn. So wird's gemacht. Gadflo ist geschwächt und seine Armeen sind zerschlagen. Könnt ihr nicht nach Bale? Kleine. Ihr seid ein 10-mal größerer Held, als ich es jemals war. Und ich kann es kaum erwarten zu erleben, was noch aus euch wird. Aber dieser alte Körper verkraftet im Moment einfach nicht noch mehr. Geht einfach. Ich komme schon klar. Okay. Oh, ich freue mich gerade. Das ist richtig gut gelaufen. Da muss man sich halt mal vorstellen, so ein ich bin halt ein Level jetzt höher gewesen. Wie viel das ausgemacht hat. Einst war jeder dieser Tuata ein Krieger von unvergleichlicher Treue. Ihre Geschichten hätten nicht auf diese Weise enden dürfen. Begleitet mich nach Bale. Ich habe gerade den Tod eines ganzen Hauses meiner Brüder und Schwestern mit angesehen. Mein Land stirbt und der große Kreislauf wurde durchbrochen. Mein Volk wird nicht länger wiedergeboren. Es tut mir leid, aber weder ich noch der Rest meiner Art können euch nach Bale folgen. Wir könnten es nicht ertragen, selbst zu sehen, was daraus geworden ist. Okay. Agathe und ich kümmern uns hier um alles. Genießt die Jagd in Bale. Alles klar. Werde ich tun. Werde ich versuchen. Erstmal gucken wir, was wir hier noch finden. Ja, mir ist das mit dem Bann jetzt auch egal, ob ich einen Fluch krieg. Wir versuchen es mal. Ah. Ja, das war nix. Das war nix. Uiuiuiuiui. Kyras der Rache, Beinpanzer der Verteidigung, lalalala, Helm des Zorns, Sturm der Vergeltung. Yeah, und ich werde es sowieso nicht alles mitnehmen können. Ich gehe mal nach und nach jetzt vor, weil wenn wir erstmal Geld, also Gold drin haben, ist es drin. Gucken wir uns mal die Dolche an. Primär. Der kann weg. Oh, es ist so toll, ich hab's geschafft. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass ich es jetzt beim ersten Mal direkt schaffe. Aber bei den ganzen Tränken und dann noch Level Up und so. Geile Scheiße, echt richtig geil. So, ich habe hier Sachen drinne und eine Funktion. Ich weiß nicht, wie gut wir das noch aufwerten könnten. Schwierig zu sagen. Diese Atropos- und Veshani-Dolche hatte ich auch noch gefunden. Sehr, sehr cool beim Ableveln durch die Gegend. Ich habe 10.000 Truhen noch durchforstet, ganz viele Gegner erlegt, um abzuleveln. Also ganz, ganz viel nochmal durch die Gegend und versteckte Schätze gesucht. Unter anderem dann das hier zum Beispiel gefunden. Genauso wie diese Katalepsis-Chakrams, die wir jetzt benutzt haben. Das sind welche mit Blitzschaden, was nicht heißt, dass die anderen nicht genauso gut sind. Aber es sind ziemlich coole Sachen dabei. Und ich kann mich gerade nicht entscheiden, was ich machen soll. Ich pack die mal weg. Ja, ich pack die mal weg. So. Was haben wir hier noch? Langschwert brauchen wir eigentlich nicht. Nehmen wir uns mal das und
die Gamaschen und gucken uns das an. Mal gucken, ob das besser ist, als was wir jetzt haben. So, die Gamaschen. 143, das ist das, was wir jetzt getragen haben. Das sind unsere alten, die packe ich mal weg. Ja, die hatten jetzt eine Menge Leben und Mana, ich weiß, aber ein bisschen Verteidigung ist einfach auch mal wichtig. Und Tränke kann ich immer noch kaufen. Die sind nicht unbedingt besser als das, was wir jetzt tragen. Was ist mit den Schuhen? Die brauchen Zauberkraft, bringt mir nicht viel weg. Okay. Obwohl, soll ich die noch drinnen behalten? Ach, ich nehme die nochmal raus. So. So. Was haben wir noch Schönes? Diese Robe. Okay. Oh, geil. Der Kyras alleine. Ich kann ihn halt nicht tragen. Ich habe nicht genug Macht. Echt schade. Was ist mit der Robe? Können wir auch nicht tragen. Und die würde so schick aussehen. Und wir sehen dagegen so langweilig aus. Aber sind wir schon so stark? Das ist echt kacki. Kann ich noch mehr aufnehmen? Oder ist es voll? Nein, ich kann sogar noch mehr aufnehmen. Das ist ja cool. Kann ich das alles überhaupt? Ist alles zu schwer für uns wegen Macht und so? Kacke. Oh, das ärgert mich, ne? Ich muss mich einfach gerade entscheiden. Weg damit. So, jetzt haben wir alles dabei, was wichtig ist. Das war eine Menge Gold-Set-Kram, was ich... Oh, toll. Es ist so toll, dass wir das geschafft haben. So, und da liegen immer noch ein Haufen Leute rum. Ich komme hier durcheinander, wer was hat. Habt ihr jetzt alle nur Schatten-Prisma-Kram? Okay. Ja, das war der Mischling. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles. Dann gehe ich jetzt wieder hinaus. Und freue mich in Keks. Und die wollen wir nochmal probieren? Wir probieren es nochmal. Das hat nicht geklappt, nee. War klar. Egal. Nicht sterben, bitte. Die kann ich immer mitnehmen. Was ist mit den Vollstrecker-Dingern? Ach so, ja. Und unsere Accessoires. Plus 20 Feuer. Feuer toll, ich weiß nicht. Nee, ist mir nicht wichtig, wenn ich ehrlich bin. Rüstung. Was denn noch? Hier, Beinschienen der Vergeltung. Ja, natürlich kann ich das alles nicht anziehen. Das ist so doof. Das ist echt doof. So, nochmal die Dolche angucken. Nochmal andere als die wieder. Nee. Nee, die kommen weg. So. So. Ach, herrlich. Und diese spannende Musik dabei. Juhu. Das Kämpfen und Trainieren hat sich gelohnt. Und für euch war es irgendwie nur so ein Augenschlag. Das ist so. Und ich stelle mir als Zuschauer vor, ich gucke mir das an und denke: Oh, nee, das schafft die nicht. Und. Nee, die verkackt immer wieder. Bestimmt bricht die das ab und so würde ich denken. Und dann so im nächsten Part, bam, 6 Minuten, geschafft. Voll cool. Wow, wo sind wir denn jetzt? Ach, ein Bale, okay. Sollen wir uns dem echt schon stellen? Sind wir schon so weit? Ich weiß nicht recht. Ich werde jetzt mal hier speichern. Oh, da ist Ellen. Ellen? Hey. Endlich ist es soweit. Bitte entschuldigt, dass ich nicht in der Lage war, an der Schlacht teilzunehmen. Ventrinho hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Ihr habt Ventrinho getötet? Was macht ihr hier? Ich warte auf euch, was sonst? Und um das klarzustellen, Ventrinho hat mich angegriffen. Aber er musste nicht leiden, falls euch das ein Trost ist. Je näher wir Bael kamen, desto besessener von Tier noch wurde er. Und davon, genau wie Gatflo, über Tiernochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Unsere Mission? Ihr Verräterin, wird auch Zeit, dass ihr das erzählt. Wird auch Zeit, dass ihr das erzählt? Ich war mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Ihr seid nicht mehr dieselbe, die ihr einst wart. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs.
geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Die hat einfach Ventrino getötet. Okay. Aber obwohl ich sagen muss, dass ich dem tatsächlich auch nie getraut habe. Tja. Ah. Der Hof des Winters war so still wie gefallener Schnee, als der Hofnarr tanzte und scherzte. Messer und Fackeln jonglierend sang er vor seinen Lords und Ladies. Keine Augenbraue hob sich, als der Marvin geblieben. Ich kämpfe an eurer Seite, genau wie in den alten Zeiten, bevor ihr gestorben seid. Denn dies war der Tag, an dem Gutfloat den Hof des Winters ermordete. Dies war der Tag, an dem die Tuatha geboren wurden und unser Volk zu einem Opfer für Tiernoch wurde. Ich habe auch zu eurem Leidwesen. Ja, okay, hey. Einige dieser. Dieser Singsteine, dieser Geschichtenerzählsteine habe ich schon ohne euch mir angehört, während ich trainiert habe, weil es Erfahrungspunkte gibt. Ihr und ich, wir haben eine Pflicht, die seit Jahrhunderten erfüllt wurde. Erbärmlich. Es hört nicht auf, ne? Es hört einfach nicht auf. Da sind bestimmt irgendwelche Schätze wieder. Ich sehe das doch schon. Sonnenecken sind immer Schätze eigentlich. Was ist hier? Ich höre was. Ach, die Truhe. Noch eine Bandruhe. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich hab's geschafft und da ist voll nix drinne gewesen. Es ist so klar. Echt, wenn ich's mal schaff, dann ja, haben wir auch nicht viel von. Die Zeit ist gekommen. Ja, wir sind deutlich stärker geworden, merke ich gerade. Als sich Gutfloats Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss. Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabasta zu gehen, Tiernoch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Ihr habt Ventrino benutzt, um hineinzukommen. Getarnt als seine Assistentin. Wie jetzt? So, jetzt hören wir uns den aber mal in Ruhe an. Wenn ihr Tier noch nicht. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber recht. Das ist echt ein bisschen too much mit eurem Quatscher. Die Zeit ist gekommen. Nun ist unser Reich zerstört und Schreie des Krieges erfüllen seine Wipfel. Ich würde das alles so gerne immer in Ruhe hören und dann kommen sie aber auf einmal alle. Irgendwie sollte ich wohl noch mehr warten. Und irgendwie fällt hier diese Welt langsam auseinander. Erbärmlich. Als ich euch in Dalentart fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. Doch dann erkannte ich, zu was ihr geworden wart. Ich erkannte, über welche Macht ihr gebietet. Und erbärmlich. Ja.
Zeit ist gekommen. Das ist dein Ende. Oder dein. Als ich erkannte, dass ihr das Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Oh. Also habe ich euch geholfen, eure Mission, Tier noch aufzuhalten, fortzusetzen. Auch wenn ihr sie vergessen hattet. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass... erbärmlich. Möchtest du mir das nicht vielleicht alles erzählen, wenn wir nicht gerade kämpfen? Dann kann man dich vielleicht auch verstehen. Könntest du mir vielleicht auch mal helfen? Erzähl ruhig. Jetzt hättest du die Zeit dazu. Oder fang doch an zu quatschen, wenn ich den Stein anmach. Die größten Helden des Winters sind immer aus den fahlen Zweigen des Bael gefallen. Von Pietra der Kühnen bis Holgarn dem Hungrigen. Als die Tuatha uns unterwarfen, erhoben die Helden sich, um den Winter zu verteidigen. Gutflow lachte über sie und beschwor Tiernochs Zorn herauf. In einem Wimpernschlag wurden unsere treuesten Helden von Prismeren aufgespießt. Unsere Helden waren fort, ohne Aussicht auf Wiedergeburt. Und unser Volk war Gutflows Wahnsinn ausgeliefert. Das Haus der Rache gehorchte den Launen unseres wahnsinnigen Königs. Der geteilte Hof wurde durch Gewalt oder durch Wiedergeburt zu Gutflows Tuatha. Die Winterfeinde wurden von dieser Welle des hektischen Zwists überrollt und waren bald Soldaten in einer unsterblichen Armee oder Verstoßene. Die Größten des Hauses der Rache, Malvin, Lea, Eskeen, zu seinen Hexen. Der Krieg war wieder zu den Feinden gekommen, doch anstelle von Lord Hohen war es Gutflow, der König der Winter. Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Da werden jetzt gleich die Nächsten kommen, deswegen bleibe ich hier kurz stehen. Oder schaffe ich das noch? Okay, Leute, das schaffe ich auch noch. Ich habe auch gelernt, das Schild mal zu benutzen mehr. Das gibt einige Vorteile. Und ich mache es einfach viel zu wenig. Weil es halt eine Gewöhnungssache auch ist. Aber egal. Ich finde, wir schlagen uns im Moment echt gut durch. Aber auch nur, weil ich halt, wie gesagt, auch gerade diesen super Kampf so. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Ja. Machen wir Gutflow ein Ende, bevor sein Pakt hier noch befreit und sie auf die Welt loslässt. Ja, Moment. Aber erst muss ich noch die Truhe knacken. Ja, das war auch klar. Ja, ist gut. Könntest du vielleicht mal... Hallo? Wo darf's denn mal aufgehen, bitte? Hier? Ah. Entzünder. Okay, ich muss mein Inventar... Ja, ich muss noch mal gucken. Und wir sehen uns im nächsten Part im grandiosen
Hauptquest im nächsten Part. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.